Schöne Geräusche. Gut. Ja, willkommen, herzlich zurück für eine weitere Folge von Was? Das. Jawohl, hier ist er. Und damit kommen wir zum Level 2 von, ich weiß gar nicht, wie viele Level überhaupt. Oder Chapter 2. DK. Oh, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir haben bei der Welt ein bisschen neuer Stuff. Army Ratio, das bringt ordentlich was. Vor allem gibt es auch einen ganz schönen Stamina-Boost. Wiegt dafür aber auch eine Menge. Allerdings haben wir jetzt die ganzen roten Dosen weggeschmissen. Wir haben aber immerhin trotzdem 93 Pfund mittlerweile. Does not deal a lot of damage. One hand attacks only. Weapon is not as durable. Primary attacks do not take up a lot of stamina. Common tool. Ja, also das Ding macht nicht sehr viel Schaden. Man kann es nur einhändig benutzen. Es hält auch nicht sehr viel aus. Also geht es sehr schnell kaputt. Und verbraucht dafür aber auch kaum Stamina. Und das Ding hier ist. Oh, na gut, ist schwächer bei Normalangriff. Kann dafür aber auch schwere Angriffe. Does not deal a lot of damage. Can do heavy attacks. Weapon if not that durable. Heavy. Ja, das verstehe ich halt nicht. Das hat bei dem Spiel nie verstanden. Das Ding hier ist nicht sehr durable. Junge, das ist ein Stahlrohr. Du könntest damit LKWs verhauen und das Ding würde es locker überleben. So, was daran ist nicht durable? Ich meine, das Ding ist ja nicht mal zerrostet oder sowas. Es sieht noch original aus wie neu. Gut, ein bisschen Ablagerungen sind drauf. Ja, aber die kriegst du halt abgewaschen so. Und dann wäre das Ding wie neu. Also, das habe ich halt nie verstanden. Die Frage ist halt, nehmen wir das? Oder bleiben wir tatsächlich lieber bei unserer Spitzhacke? Worum die jetzt ist? Da unten. Die hat immerhin 90 bei voll und 30 bei normal. Das heißt, die ist bei beiden etwas schwächer. Dafür kann die repariert werden. Das heißt, wir heben uns die hier erstmal auf. Wobei, ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir heben uns die erstmal auf und können wir erstmal mit der, bis sie kaputt ist. Aber ich meine, wir können die ja schon reparieren. Wir haben wieder Kleber, wir haben drei Stöcker. Und immer wenn das Werkzeug kaputt geht, bleibt der Kopf ja übrig. Das heißt, den haben wir dann auch wieder. Also wir brauchen nicht noch eine extra Waffe. So, die Schere brauchen wir erst recht gar nicht. Wobei die halt bei den Primärattacken schon 37 Damage macht. Also die haut schon ordentlich zu. Gut, die hat auch schon 30. Also es ist jetzt nicht so viel mehr. Ach, ich weiß nicht. Ich pack die mal. Ich lasse mal beide hier. So. Ich glaube, ich bleib mal bei der. So lange bis wir ein paar... Weil es gibt nicht nur diese Holzstöcker. Es gibt auch diese längeren Dinger, also das ist ja quasi wirklich so ein langer Holzstab, kennt man ja, so typisches Werkzeug halt, so ein Handwerkzeug. Und es gibt aber auch später richtige Stöcker, also richtig lange Stäbe, damit halt wie, also richtig, also da kannst du halt alles, also welttot. Ja, und dann ist halt auch noch das Ding hier. I don't know, was das bringt. Potential Web, ich weiß halt nicht, ob das stärker ist als die hier. I don't know. Ich meine, Wir können ja mal kurz schauen. Indem ich einfach nochmal was baue. Du nach da. Du nach da. Und 3 Pfund. Ja gut, okay, ist ja auch aus Metall. So. So, du hast 30, 90. 21 und kann nur Primary Attack. Das kann ja gar nichts. Was ist denn los, Amanakorn? What the fuck? Gut, dann hat sich das bereits erklärt. Dann kannst du wirklich auch weg. Tschüss. So eine Scheiße, Buch. Gut, Zigaretten wiegen gar nichts. Gut, im Echten auch. Ich meine, so eine Schachtel wiegt halt nichts.
Also wirklich, das ist ein negatives Gewicht. Ja, das kann so bleiben, wie es ist. Achso, halt, wieso bist du? Hey, wieso bist du da? Du kommst bitte nach da. Dankeschön. Jawohl, ja. Na dann. Ach ja, stimmt ja. Ab dem zweiten Level gibt es ja jetzt Wurfgeschosse. Steine. So, ja, throwable. Ist keine Ahnung. Some items can be thrown at enemies or obstacles in four orbs. Put a throwable item in the throwable item slot. Press a throwable key. Ja, mein Hund. Verarsch mich nicht. Also, es gibt halt werfbare Items. Die kannst du in den werfbare Item-Slot packen und dann kannst du die Items werfen. Ja, es gibt sogar große Ziegel. Aber ich glaube, die großen Ziegel, die mag ich schon mal nicht so sehr, weil die immer so schwer sind. Hier, die Dinger alleine haben schon 6 Pfund. Während die kleinen Steine, gut, okay, ja, die haben gleich viel Gewicht. Also etwas weniger gerade mal. Aber das Schöne ist halt, die kleinen Dinger, die kannst du halt, die Ziegel, die gehen halt kaputt. Haben die irgendwie, wie viel Damage die machen? Nee, ne? Ah. Weil eben die Ziegel, die kannst du nur einmal verwenden, danach gehen sie kaputt. Und die Steine, die kannst du aber immer wieder einsammeln. Wo man zum Beispiel die Sachen gut verwenden kann, ist um per Remote. Was war die Taste für werfen? Nein, das war vielleicht leid. Geh! Ah. Tada! Und wie man sieht, ist das Ding komplett zerstört worden dabei. Also, ja. Deswegen mag ich persönlich nur plus diese Steine. Weil eben, die kannst du halt werfen und immer wieder aufsammeln. Und die Ziegel kannst du am besten da verwenden. Ich glaube, die sind etwas stärker. Also, der Schaden, den sie verursachen, wenn die Dinger an Kopf von Zombie wirft zum Beispiel, da verursachen die Bricks mehr Schaden. Steht leider nicht dabei. Aber wie gesagt, dafür sind sie halt nur einmal verwendbar. Und deswegen nutze ich lieber die Steine, weil die kannst du halt dann auch immer wieder aufsammeln. Und hast damit quasi ein endlos langes Magazin. Na, wenn ich jetzt hier werfe, Hadouken. Sind sie alle wieder da und können alle wieder aufgesammelt werden. Geil. So muss das sein. Gut, hier geht's den Jungs vor lang. Ja, also ist. Nee, halt, von da kommen wir doch. Wir müssen noch da. Genau, von da kommen wir. Da liegen noch die Sachen auf dem Boden, die wir abgeworfen haben. Und hier geht's jetzt. Oha. Das ist die erste Hub-Map. Also richtig verworrene Map. Genau, das hier. Oh. Spritze, klingt sehr geil. Und das ist der Raum, den wir vorhin gerade geöffnet haben. Und schon haben wir noch ein paar Medikits. Geil. Das gefreut mir. Da geht's nicht lang, oder? Das sind ja alles Kerzen? Digga, wer stellt hier so viele Gruppen von Kerzen auf? Da muss jemand Hammerweile haben. Lockt. Ich lasse mal am besten immer meine Waffe ausgewählt, weil ich weiß nicht mehr genau, wann hier wo welche Gegner kommen. Gut, hier ist grün. Ach ja, genau, hier war ja dieser komische Bug, weil da, genau, dahinter ist eine grüne Lampe. Und ja, GZ Doom kennt keine Schatten. Ergo leuchtet das Licht einfach durch. Alle Schatten, die du hier siehst, sind manuell erzeugt. Die gehören nicht zum Spiel. Ach ja! Hier war ja der Waffenschrank. Gott sei Dank, Mann, klick, klack, gibt's eine Pumpgun? Ich glaube sogar da hinten ist ein Gegner. Need a key. Ich glaube, es ist irgendwie eine Map oder sowas, ne? Ich glaube, hier war ein Gegner. Ja. Stamina aufbauen lassen und.
Nein! Warum? Jedoch! Alter! Er steht 20 cm vor mir und ich schlag daneben? What the fuck? Und Stofffetzen, ernsthaft? Das ist gleich alles? Stimmt, gibt's ja, wie gesagt, hier gab es, glaube ich, irgendwo irgendwelche Maps, die man finden musste oder konnte oder irgendwie war. Ach, noch da! Aha! Das erste Mal, dass wir eine Map haben. Kommt im Spiel doch öfters vor. So, wir sind. Wir kamen von da, sind jetzt hier. Das war der Seitengang, wo gerade der Zombie drin war. Und der Key ist ganz am Ende. Das ist ja hässlich. Oder ist da der... Was ist das Grüne? Hm. Utility-Tunnel. Also genau, das ist das, was wir vorhin gefunden haben. Ich glaube, wir müssen da noch weiter raus, okay. Ha. Huh. Okay. Dann haben wir das erstmal. Speichern wir erstmal. Und dann, übrigens da hinten geradezu ist der Exit. Ich glaube, man kann da sogar hinsprinten, wenn man sehr clever ist. Weil wir jetzt, wo wir hingehen, geht zu. Aber ich glaube, es gibt einen Trick. Oh, das ist auch nochmal Waffe. Ich glaube, es gibt sogar einen Trick, mit dem man da relativ gut hinkommt. Ich weiß noch nicht mal, wie das geht. Ich glaube, so straven, also so hier und dann. Das. Hey, voll daneben. Hm. Oh, noch ein Zettel. Near the graveyard, there is a storage room. In it should be a key to bypass this door. Also, ja. Das war das, was wir gerade gesehen haben. Ja. Was ist das hier? Call now Feeling Blue? What the fuck? Hier, ne? Das meint ja da, dieser Storage Room. Und da ist irgendwo Ding zum Bypassen. Boah. So viel Pflanzen hier. Holy shit. Da muss die Engine ja richtig schwitzen. Apropos richtig schwitzen, damit ihr mal seht, wie das Ganze 1990 ausgesehen hätte, hätte es da sowas schon gegeben. Wo war denn das? Da. So würde das Spiel aussehen. Okay, gut, hier wird gerade gar nichts dargestellt. Ja, okay, der kann überhaupt keine Objekte darstellen. Dann probieren wir mal diesen True Color. Oh wow. Oh wow, wow, wow. Okay, nee, der ist. Nein. Nope. Da sieht schon besser aus. So. Wir müssen da lang. Hier gibt es diverse Sachen. Wodka. Was bist du? Was auch immer. Noch mehr Trinketücher. Noch ein Werkzeug. Alter, das ist aber neu, dass es nur noch diese roten Dinger. Früher, als ich das gespielt hatte, wie gesagt, die letzte Version, die ich gespielt hatte, war wie die 1.0. Jetzt ist ja 1.4. Ist also ein bisschen Zeit vergangen. So. Und da war aber nicht, dass es nur diese roten Dinger gab. Da war es wirklich abwechslungsreich. Was für die Kisten gefunden hat. Aber jetzt ist ja nur noch diese roten Dosen. What the fuck? Dude. What's wrong with you guys?
glaube, hier waren Gegner. Was haben wir denn eigentlich gefunden? Das sind Indio. Ah! Damit können wir Radiation bekämpfen. Das heißt, ab jetzt könnten wir auch Radiation, also Sachen zu uns nehmen, die verstrahlt oder nicht verstrahlt, wie sagt man? Die halt vergiftet sind. Also die halt giftig sind. Und wir haben auch schon zwei Wacks. Und mit denen und Alkohol konnte man, glaube ich, wie war das? Jetzt noch Klebestreifen. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Ja, okay. Ja, kann man einfach so direkt verbinden. Genau, damit kann man Bandagen machen. Ich glaube, das macht sogar Sinn, weil ich glaube, die Bandagen waren leichter. Achso, ja klar, eben, die Bandagen wiegen gar nichts. Das heißt, das wäre etwas, was man durchaus machen könnte. Aber wir haben noch 7 Mal, ich würde die also erstmal lassen für den Fall, dass wir sie für was anderes brauchen. Ich weiß nämlich gerade nicht auswendig, für was man die alles verwenden kann. Von daher lassen wir die erstmal da. Ich würde aber vielleicht 2 von diesen Stöcken wegschmeißen. Oder mindestens 1 erstmal. Weil ganz ehrlich, da 2 reichen auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir da bald mal noch diese richtigen Stöcker. Wie heißt die denn hier? Auf Deutsch. Diese langen Stöcker. Stiele? Keine Ahnung. Bekommen. Irgendwann mal. In 30 Jahren. So, und hier um die Ecke war garantiert einer. Ja. Hello. Und da hinten war auch noch einer. Ich weiß nur nicht, ob es noch einen dritten gab. Oh, er kommt schon. Was? Der rennt direkt los? Alter! Und ich treffe daneben! Das ist doch nicht dein scheiß Ernst hier! Ach nee, ich habe gar nicht daneben getroffen. Okay. Gut. Was ist ein Arsch? Aber gut, ich hab keine Blutung, von daher easy. Ich weiß gar nicht, geht Gesundheit eigentlich von selbst wieder hoch oder muss man sich da einfach durchlaufen? Klebestreifen, na gut. Warum nicht? Okay. Was ist das denn, ein Dildo? Was war das? Ach, das war ein Stock, der so unter dem Haufen lag, deswegen. Das kann es natürlich sein. Ja, das ist durchaus. Das macht durchaus Sinn. Aber hey, ein Stock ist auch nichts weiter als ein besserer Bild. Was? So, ein Apfel, Rest lassen wir da. Restbrücke eine Sau. Dann gehen wir mal hier wieder hoch. Tabletten. Brauchen wir alle. Bloodclotter. Pack the Blood Clotting Pill. Ach, Pack of Blood Clotting Pills. Ah, schon mehr drin. Also, nicht verdünner, sondern verdicker. Also, naja, sind es verdicker? Ich weiß. Also, auf jeden Fall sorgen sie halt dafür, dass das Blut schneller abbindet und damit sich also Wunden schneller verschließen. Halt Blutungsstopper. Ich glaube, die machen das Blut nicht dicker, weil das wäre ganz schön krank. Dann würde jeder, der auch nur einigermaßen an Herz-Kreislauf-Erkrankung erleidet, daran sofort sterben, weil dann der Körper das Blut gar nicht mehr gepumpt bekommt.
Aber wie gesagt, es sorgt zumindest dafür, dass es an der Luft oder sowas schneller gerinnt. Irgendwie sowas. Ah ja, hier sind Zombies. Ich glaube sogar, ja. Oh. Ja, warum stand das so extrem? Achso, ist die Lampe. Oh, jetzt habe ich zwei. Das ist nicht gut. Ey! Please stop it. Oh Mann, Alter. So, einer rennt da noch irgendwie rum. Ey, oh, Alter, gleich zweimal? Digga, like, what the fuck is wrong with you? Ey, chill, bro. Hä? Army Ration? Ach, das Army ist ja gar nicht für Gesundheit, das ist einfach nur Essen. Ich dachte, das ist Gesundheit, weil auch dieses Plus mit drauf ist. Gut, der kommt jetzt nach unten. Brauchen wir mal. Brauchen wir erstmal. Ist ja blöd. Wir heilen uns aber auch nicht so, ne? Wir brauchen wirklich immer irgendwelche Sachen, die uns heilen. Kann es sein? Aber guck mal, wie hier Stimpacks haben wir auch. Ganz ehrlich, können wir die eigentlich auch nehmen. Wir müssen sowieso irgendwie unser Inventar mal hier sortieren. Weißt du was? Wir nehmen erstmal hier so davon ein paar. Und nehmen dann dafür. Bam. So. Das finde ich eine relativ gute Kombi. Bleeding geht zum Glück auch von alleine weg. Sehr geil. Ja, das ist eine gute Kombi. Was dick's doch. Oh ne, er rennt schon? Digga, warum fangen die so schnell an zu rennen? Das war doch früher immer erst nach einer Weile, dass sie angefangen haben zu rennen. Das ist ja diskriminierend. Was ist das? Oh, was Neues. Syringe. Ach, das ist eine Leere. Da können wir später andere Sachen reinpacken. Das wird noch in dem Level auch sehr interessant. Weil auch noch Sachen, neue Sachen mit dazukommen. Jetzt erstmal können wir sie nicht gebrauchen. Aber wir nehmen sie schon mal mit. Die Dinger sind doch zum Glück jetzt nicht so schwer. 0,7 Pfund. Willst du mich verarschen? Was ist da bitte schön drinne? Flüssiges Blei oder was? Leute, da passen 10 Milliliter rein. Wie sollen das 0,7 Pfund sein? Oder 0,8 in dem Fall sogar. What the fuck, dude? Vor allen Dingen eben, die Leere alleine braucht schon 0,7. Das heißt eben, der Inhalt ist nur 0,1. Aber die Leere alleine braucht 0,7 Pfund. Was sind das für Spritzen? That's fucked up. Oh, useless. Oh, das hatten wir schon, das ist useless. Was ist das eigentlich? Ach, Alkohol. Einfach nur Alkohol, genauso wie das. Wodka. Lower Self, Damage caused by Radiation. Und das Lower Self, Lower Hunger. Chemical Combined with Work, Chemical Combined with. Also beides gleich oder was?
Na gut, auch das aber wesentlich schwieriger, schwerer. Haben aber beide fast die gleichen Stats. Weißt du was? Dann geh kacken. Dann kommst du und du jetzt noch da. Dann haben wir hier zweimal diese Muster. Wo sind die alten? Hä? Bekommen wir da immer nur ein einziges von? Oder wie jetzt? Was jetzt? Hä? Was ist da gerade passiert? Digga! What the fuck? Oh ja, egal. Ja, Zigaretten könnte ich haben, können wir später aus dem Schwarzmarkt verkaufen. Yep. Der fängt auch sofort an zu rennen. Ah, dann das ist die Tür, wo ich von meinte, dass das grüne Licht da durchleuchtet. An der Stelle schließt sich also schon der erste Kreis. Oh, ich hab beide. Oh, oh, Glück gehabt. Oh, Alter, der erste rennt schon wieder? Alter! Chill halt, Bro. Alter, Junge! Ey! Deine Mutter! Alter! Son of a bitch! Normalerweise ist es doch so, wenn sie getroffen werden, dass sie erstmal gestunt sind. Dass sie jetzt nicht direkt angreifen! Oh, verdammt! Mann, warum? Das Spiel ist so deprimierend. Wenn du eine Axt auf Anschlag hältst, dass du auf immer nur noch ganz langsam laufen kannst, wie wenn du Angst hättest. What the fuck, dude? That's stupid. Ah. Neue Klamotten. Und damit haben wir den ersten Weg geöffnet. Wollen wir mal direkt mal gucken hier. Die neuen Klamotten ist genau das gleiche wie die Klamotten, die wir bereits haben. Kann ich auch einfach kombinieren? Nö. Ach, leck mich. Dann bleibst du jetzt auf dem Boden liegen. Bitte. Mach's dir bequem. Hast ja Klamotten an. So, gibt's irgendwelche Sachen? Oh. Ich glaube, wir müssen jetzt mal für die Folge ein paar Feiern machen hier. So. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Denn dann wieder. Ich glaube, ich mache erstmal auch drin mal richtige Pause. Ja. Und dann, ja, wie gesagt, sieht man sich denn dann irgendwann wieder. Bis dann.